Der Pettibruder ist auf Taranis in der Magierfestung hinter dem Lagerhaus der Magierfestung. So sieht das aus. Und hier drin gibt es, oder hier hinten gibt es eine Lagermine, heißt es. Jemand namens Gareld ist darin und der da, Frink, der braucht ein paar Beutel Kristalle. Einen habe ich schon gefunden, die anderen drei werden hoffentlich zu finden sein. Schaufel. Mit dabei ist nach wie vor Ali, den ich nicht gehen lasse. Der steht hier nämlich seinen Mann, seinen gnomischen Mann. In Kämpfen, wo die Gegner eigentlich in der Überzahl sind. Hier irgendwo hatte ich den ersten Kristallbeutel gefunden. Und hier zieht's wie Hechtsuppe. Warum zieht Hechtsuppe eigentlich? Hallo. Was willst du? Müde? Wärst du auch, wenn du ständig Wachdienst schieben müsstest? Taschendiebstahl reicht noch nicht. Wachdienst? Hier passiert doch eh nichts. Genau das habe ich Frink auch versucht zu erklären. Aber der kam mir gleich wieder mit seinem Vorschriftenquatsch. Ich sag dir, der hat den Kopf so tief in Magnus' Hintern, für den scheint nie die Sonne. Mach doch mal eine Pause. Um mich von Frink erwischen zu lassen? Nö. Muss eh noch dem Gnom Darkiel Beine machen. Der pennt sich wieder ein zusammen. Hey, warte mal. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Du machst Darkiel Beine und ich mach meine Pause. Was hab ich davon, wenn ich dir helfe? Ganz einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn hier und da ein paar Kristalle in deine Tasche wandern, hab ich nichts gesehen. Aber lass dir ja nicht einfallen, unsere Abmachung bei Frink für ein paar Goldmünzen zu verpetzen. Das würde ich vermutlich nicht tun. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Ach, bist du jetzt sein neuer Laufbursche? Er sagte, dass das eigentlich dein Auftrag ist. Es war mein Auftrag. Jetzt ist es deiner. Das machst mal schön du. Aber sieh's locker. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das Leben. Ich glaube, ich bin gerade am Gewinnen. Ich knöpfe mir Darkiel mal vor. Gut, ich ruhe mich dann mal aus. Zurück an die Arbeit, lautet die Quest. Taschendiebstahl 30 von 40 kann ich noch nicht machen. Und ich glaube, ich muss mal wieder einen Blick ins Questbuch werfen. Das ist ja sehr, sehr unübersichtlich hier. Das ist Verbündete, neue solche. Minenbericht, jawohl. Die Lagermine. Ach, da muss ich einfach nur diese Kristallbeutel suchen. Und wo ist jetzt diese Queste mit dem Typen von gerade eben? Da, zurück an die Arbeit. Das ist einfach nur so eine ganz normale, unabhängige Queste. Na gut. Ich habe ja jemanden hacken gehört. Es ist geil, oder? Der trinkt was. Wischt sich den Mund ab und hackt wieder auf den Boden. Und ich hacke auch mal mit. Also ja, es ist nicht eine Eisenmine, also nicht nur, sondern auch eine Kristallmine. Und das brachte mir 8 magische Kristalle und du bist ein Gnom. Nee. Kristallbeutel. 2 von 4. Ein Abakus. Ein aufgeschlagenes Buch. Pulverfässer möglicherweise. Weiß ich nicht. Ist gefährlich. Gnom. Nee. Oh. Ich gehe immer links rum. Der dritte Kristallbeutel. Oh, eine verschlossene Kiste. Und schnell. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Ich finde eine Fackel und 12 Kugeln. Wofür braucht man eigentlich Fackeln? Bisher war es in solchen Dingern immer sehr hell. Krug. Messer.
denn das da für ein Abgrund? Oh, das ist tief. Hier was? Nö. Wofür die Treppe hin? Einfach nur auf so eine Plattform? Vielleicht haben die Gnome hier Kristalle aus dem Felsen gestreichelt. Das ist denkbar. Hier, streichle ich mal mit. Komm. Schwing die Picke. Das gibt dann die nächsten 8 magischen Kristalle und dann habe ich doch schon eine ganze Menge. Wobei ich nicht weiß, wie viele ich insgesamt brauche für irgendwelche Magie. In Rissenteil 1 hat der Meister Ignatius den kleinen Helden noch in so einen Tempel geschickt, um einen Feuerkristall zu bergen. Das war ziemlich einfach. Der liegt hier und schläft, ich fasse es nicht. Ein schlafender Gnome. Aufwachen. Was? Homi ist gaga. Dagil müde. Ganz schön frech für einen Zwerg. Nix mehr bla bla. Homi besser gehen. Ich hab noch nie so einen faulen Gnome wie dich gesehen. Was? Homi wollen Klopper? Der Kleine ist dir doch nicht gewachsen. Hauen wir ihn um. Immer auf die Kleinen. Einschüchtern 40 habe ich nicht. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Was? Homi doch nix Murksadakil, oder? Für Ausflüchte ist es jetzt zu spät, Kleiner. Warte, Homi. Nehmen Münzi und wieder Frieden, ja? Na bitte, geht doch. Immer auf die Kleinen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Seele verloren. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber... Zeig mal, was du in deinen Taschen hast. Da geht nix viel gefunden in Kava. Andere Gno arbeiten. Da gilt schlafen. Faul und arm. Na bravo. Ab sofort arbeitest du wie alle anderen auch. Jip, jip. Dagil wird holen viele Dingi aus Berg. So wollte ich das hören. Okay, also rein rollenspielerisch war das richtig, das so zu lösen, auch wenn es ein bisschen Seele gekostet hat. Aber ich hoffe, dass man mit dem Anwenden des Einschüchtern-Talents nicht immer Seele verliert. Das wäre ein bisschen doof, weil er ist immerhin ein Piratenkapitän. Ich spiele ihn relativ lieb, man kann ihn auch ganz anders spielen. Ach, da hackt er jetzt. Ja, da ist aber kein Kristall. Wie er guckt. Ah, es ist zum Knuddeln. Das ist der Abraum. Und da ist der 4. und letzte Kristallbeutel. Die ausstehende Lieferung. Was ist das hier? Hier bin ich lang gelaufen, richtig? Ja, bin ich. An das Buch erinnere ich mich. Ja, viel mehr kann hier ja auch nicht sein. Da ist auch nur... Ja, da war ich, genau. So eine Verbindung. Hier vorne Garelt und macht Pause. Dagil arbeitet wieder. Und? Ich dachte, die Nachricht ist dir eine Belohnung wert. Sagte ich nicht, dass du hier alles aufsammeln kannst, was du findest? Ja schon, aber... Aber was? Hier hast du 5 Goldmünzen. Lass dir dafür mal die Ohren putzen. Ist der... Es ist ja ein Arsch, ist das... Ich hab hier ein paar Kristallbeutel. Und ich hab kein Interesse daran. Sprich mit Frank. Okay, Stinkstiefel. Dann halt Frink. Gareth meinte, ich kann in der Mine ein paar Kristalle mitgehen lassen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Hier, das sollten alle Kristallbeutel gewesen sein. Du bist ja richtig auf Zack. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Damit ist die Lieferung abgeschlossen. General Magnus wird sich freuen.
Und ich kann abends ein paar Krüge in der Taverne, ich meine, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Ein paar Krüge, einer ist ja nicht genug, ja? Ah. Ich werde Garrett nicht verpfeifen, das wär total uncool. Es wäre hingegen sehr cool, wenn du mal... Sag mal, kann ich dich eigentlich umdrehen? Ich glaube nicht. Bones, du stehst im Weg. Hase, geh weg. Nee, der dreht sich immer wieder um. Es war ein Versuch wert. Wer bist du? Hab ich. Dann werde ich mal General Dingenskirchen, Magnus heißt er, ein bisschen was erzählen von der nächsten Mine. Das wird ihn freuen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Haha, Ruhm und Gold? So, ne. Dann mache ich mich mal auf den Weg zurück in Richtung Hafen von Taranis, weil es dort in der Nähe ja diese Mine, diese unerschlossene Mine gab, wo diese Minenkobolde drin waren. Ein, zwei oder drei davon habe ich gemeinsam mit Bones schon mal erschlagen. Und jetzt in dreifacher Mannstärke, nee, in anderthalbfacher Mannstärke, ist es an der Zeit, das mal zu vollenden. Und das mit dem Teleporter geht ja nicht. Das geht so. Über die Karte. Also dahin. Jo, das ist die Mine. Dann mal ans Werk. Zu dritt wird das zu schaffen sein, auch wenn die Gegner natürlich nicht ganz ungefährlich sind. Und den Strand schaue ich mir dann vielleicht auch noch an. Das kommt darauf an, wie lange das jetzt da dauert in dieser Mine. Da ist sie. Der Eingang ist sicher. Das Gürteltier, ja, das tut mir nichts. Bis ungefähr hier war ich schon mal drin. Speichern. Ja, dann auf sie mit Gebull, würde ich mal sagen. Ich höre euch. Da oben sind bestimmt welche. Da hinten sind keine, das weiß ich. Und hier hinter dem Tor werden welche sein. Ah, die machen einen Lärm. Soato, Klappe! Oh! Ah, weg! Das ist ja nicht zu glauben. Danke! Diese scheiß Viecher! So, danke. Wo sind die andere? Habt ihr denn gerade erschlagen? Danke. Mann, die sind gefährlich, diese Viecher. Gabel und magischer Kristall und... Hier, da sind geflogen. Kugeln und drei magische Kristalle. Zwei Kugeln, um genau zu sein. Ach so, apropos Kugeln, ich könnte auch mal wieder schießen. Ich habe ja eine Wumme. Ich benutze sie im Moment nur leider viel zu selten. Ich finde zweimal rohen Fisch. Und Proviant und Grog.
Und hier unter der Treppe ist gar nichts. Auch nicht das Bett von Harry Potter. Da hinten geht's vielleicht um die Ecke, wer weiß. Proviant. Ah, diese Mücken, es ist fürchterlich. Hammer. Fusel. Krug und Silberbecher. Ah, hier. Einmal Blutrausch, einmal Krug, eine Gabel. 50 Gold. Und hier einmal Kristalle hacken, bitte. Bones, du stehst meinen Zuschauern im Weg. Im Blick, um genau zu sein. 8 Kristalle gab das. Ja. Soweit hier vielleicht erstmal alles. Und hier gibt es wirklich Mücken. Das ist fürchterlich. Ja. Dann hier Kiste. Knackbar. Kinderspiel. Und ich finde, eine Fisch und einen Rum. Naja, der Rum ist gar nicht schlecht. Da oben wird es wieder Keile geben, speichern. Und dann will ich mal schauen. Was war denn das? Dann will ich mal schauen, ob ich hier oben nicht so viel Rabatz machen kann, dass die Mine erschlossen werden kann. Da lang. Wo seid ihr? Ich weiß genau, dass ihr hier seid. Ich sammle später ein. Erstmal die Klopperei hinter mich bringen. Oh, hier ist eine Falle. Scheiße. Ali! Erledigt. Jawohl, da ist eine Falle. Achtung! Ich finde, 6 Gold und einen magischen Kristall sowie... Wo ist denn der andere? Ihr habt doch einen anderen hier umgehauen. Wo war denn der? Pilz? Gute Frage, der ist weg. Ich werde erstmal hier die... Ach, hier! Ein magischer Kristall. So, jetzt mal einmal diese Falle entschärfen. Das war Leertaste hämmern, richtig? Genau. Und er macht sich seinen Mantel sauber. Goldig. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin zuversichtlich, auch die letzten 3 umzuhauen. Aus deiner Hand. Oh, ja, der ist schon wieder da gewesen. Ist der alleine? Der ist alleine. Ey! So, das war's. Fackel und 2 magische Kristalle. Ist was? Die letzten beiden können dann ja nur zu zweit sein, maximal, wenn die Zählung stimmt. Achtung, Fallen. Hier hinten, da muss es irgendwo sein. Hier gibt es auch noch Termiten. Termiten sind dann Problem Nummer 2. Ich würde erstmal gerne Problem Nummer 1 lösen. Das sind die Termiten. Vielleicht haben die Termiten auch die Minenkobolde gefressen, aber so viel Glück werde ich nicht haben. Hier ist doch schon wieder meine Treppe. Hier kam ich doch her, genau. Und habe mich dann für den Weg rechtsrum entschieden. Dann gehe ich erstmal jetzt plündern. Hier sind nur irgendwelche komische Platten. Hier ist doch bestimmt was. Rohes Fleisch, Schinken. Und hier war die Falle. Die hat einen Besen bewacht, ein Fernrohr und...
sonst nichts. Truhe habe ich gesehen. Ne, mehr ist hier nicht. Dann also die Truhe. Ganz einfaches Schloss. Und ich finde 19 Gold und 2 Eisenerz. Dann hier weiter, immer rechts rum. Kohlebecken, hier Proviant. Noch zweimal Proviant. Was ist das hier? Ein Ausguck mit einer Gabel und einem rohen Fisch. Und hier ist ja nichts, genau. Dann muss ich wohl doch irgendwie mich durch diese Termiten schlagen. Erstmal. Aber erstmal hier Fisch, Fisch, Fisch und Fisch. Immerhin, die haben hier eine richtige Infrastruktur. Sie haben gefischt. Haben die Fische hier zum Trocknen aufgehängt. Ja. Nicht doof, die kleinen Kerlchen. Wenn sie nicht so garstig wären. Was ist das hier für ein Stillleben? Hoher Fisch. Geisterpilz. Grog. Eine Art Angel. Das hier ist Kulisse. So, dann Termiten speichern. Huhu. Links ist die Luft rein. Ein Termitenkrieger. Leg ihn um. Gott zum Boxer, so sieht's aus. Futtern, was finde ich? Termiten haben ja nichts dabei, oder? Doch, einen magischen Kristall, warum auch immer. Und der hat 3 magische Kristalle. Wieso haben denn die Termiten magische Kristalle dabei? Das ist ungewöhnlich. Das hier ist eine Ladung Eisenerz. 3 Stück, finde ich. Und ich weiß immer noch nicht, wo die letzten Kobolde sein sollen. Eisenerz? Hoffentlich sind die nicht weg und ich kann deswegen die Queste nicht beenden. Das wäre sehr, sehr tragisch. Acht Eisenerz. Da oben könnte noch was sein. Da kann man hinklettern, denke ich mal. Wo geht's hier hin? Hier geht's zurück in den Bereich, den ich kenne. Und da ist von Gnomen nichts zu sehen. Okay, dann also hier. Ali, wie kommst du hier hoch? Er kommt hoch. Unglaublich. Feuerblume, ist die wichtig? Nee, ganz normales Kraut. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Ja, auch uneigentlich. Ist was? 3 Gold, ein magischer Kristall. Wo ist der zweite hin? Da. Was hattest du jetzt? Einen Kristall oder so? Keine Ahnung. 2 Eisenerz.
Hier waren die Kobolde. Da. Das gibt die nächsten 8 Kristalle. Jawohl. Was ist das? Das ist auf jeden Fall nass. Grog. Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Hier hat jemand Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Ja. Die Kobolde nehme ich an. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Habe ich was übersehen hier? Sieht nicht so aus. Unten habe ich, glaube ich, alles. Hier oben sieht es auch sauber aus. Dann komme ich hier vielleicht irgendwie raus. Oh. Ach, du Kacke! Warum macht ihr das mal? Oh. Garstiges Reptil. Ja, Ali, du wirst ein Wächter. Und wie du einer wirst. Ich misch mich gar nicht ein. Warum sollte ich? Läuft doch prima, auch ohne mich. Ist sie da runtergerutscht. Mist. Wo bin ich eigentlich? Ach, das führt hier durch. Das ist der Weg unten zum See. Aha. Die Ente ist sicher. Taraniskraut. Taraniskraut ist neu. Gehört bestimmt zu einer Queste. Einmal habe ich es jetzt schon gefunden. Proviant. Ich würde ganz gern noch diese Echse ausnehmen, aber dazu müsste ich ins Wasser schlittern. Mir kann ja eigentlich nicht viel passieren. Doch, da unten ist die nächste. Scheiße. 2, 3. Okay. Taraniskraut. Nummer 2. Ich glaube, wir müssen mal noch ein bisschen Wasserechsen jagen. Aber möglicherweise mache ich das lieber erst im nächsten Teil, denn jetzt würde ich ganz gern... Das ist die Frage. Muss ich dem Gnom am Hafen Bescheid geben? Es kann sein, Moment. Dafür habe ich ja die Teleporter. Dahin. Der Gnom am Hafen. Gadi oder so ähnlich. Von dem habe ich ja von dieser Mine erfahren. Vielleicht interessiert den, was damit ist. Und irgendwie ist schlechtes Wetter heute auf Taranis. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine. Und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine? Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Ich glaube nicht, dass General Magnus deinen Namen kennt, aber ich will dir deine Illusionen nicht nehmen. Gehst du jetzt schürfen oder was? Es sieht fast so aus. Dann auf zu General Magnus. Damit hätte ich ja die dritte Mine dann auch schon in den Sack und Tüten. Und das Wetter ist wirklich nicht besonders berauschend. Aber ab und zu muss es ja auch mal regnen. Hallo, Magilein. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde. Doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen,
und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Habe ich schon gemacht. Und ja, du kennst den Namen Gadi. Ich bin beeindruckt. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Und gleich nochmal Belohnung. Schön, so kann das weitergehen. Und ob das so weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin.